Für uns ist das wichtig, weil wir natürlich immer wieder darauf achten müssen, über den Tellerrand zu gucken. Und zwar branchenübergreifend. Hier, nimm dir mal die Akte, die haben wir im Prinzip früher so bearbeitet, ja, da muss eine Tabelle rauskommen und dann schickt man das einfach an die KI und die macht das. Das ist wie ein neuer Mitarbeiter, dem ich einfach einmal sagen muss, was er zu tun hat und dann kann ich die Sache automatisieren. Nur, dass die in der Regel noch fähiger sind, weil die das ganze Internet auswendig kennen. Auf der anderen Seite brauchen wir aber die Experten, die die Automatisierung, die digitale Transformation und in Perspektive auch künstliche Intelligenz beherrschen. Das heißt, wir brauchen Menschen, die das technisch schaffen und ganz, ganz wichtig Menschen, die auch das transportieren können. Hier im Speziellen gefällt mir besonders gut, dass es nicht nur um IT und EDV geht, sondern dass man hier wirklich einen großen Gesamtüberblick über Politik, über die geopolitische Lage sieht. Das funktioniert sehr gut, weil man über unterschiedliche Branchen, aber mit ähnlichen Problemen reden kann. Viele Impulse, sowohl politisch, was ja doch dann ein Schwerpunkt wurde, das Thema Wirtschaft bei uns in Deutschland, das war ja in vielen Vorträgen dabei, was ich sehr, sehr spannend fand. Man merkt, die Unternehmen nehmen sich des Themas Nachhaltigkeit an. Wenn man dann aber mal genauer hinschaut, wissen tatsächlich viele gar nicht, worum es im Kern geht. Nämlich gleichzeitig die Frage, wie bekommen wir denn eine nachholende wirtschaftliche Entwicklung hin? Der Einzelfertiger und allgemein der kleine, mittlere Mittelstand ist viel abhängiger von flexiblen Entscheidungen gegenüber einer sehr dynamischen Umwelt. Das heißt, wie bei einer Fußballmannschaft, sie haben immer andere Gegner, auf immer anderen Plätzen, in immer anderen Wettbewerben. Und gerade da ist das Zusammenspiel der Führungsmannschaft wichtig. Also, wenn wir heute darüber reden, was tut die KI, dann arbeitet sie mit unendlich vielen Daten und versucht, über diese Daten etwas abzuleiten, was keine Kausalität ist, sondern eine Korrelation. Was sich immer lohnt, ist, Bearbeitungsmaschinen mit Sensorik auszustatten. Wenn ich gleichzeitig die Qualität der Produkte überwache, dann kann ich letztendlich Maschinenzustand und Qualität des Produktes miteinander abgleichen. Es waren ein paar super Tage mit einer ganz offenen Community, also unglaublich viele Gespräche, kontaktfreudige Menschen. Die unterschiedlichen Persönlichkeiten, die hier zusammenkommen, der Austausch, allein dieses Wissensnetzwerk, an dem man partizipieren darf, ist sehr gewinnbringend und macht Spaß. Ja. Wir haben viele Aufgaben, das geht aber nur gemeinsam. Und da ist so eine Veranstaltung, vor allen Dingen nach der Pandemie, Menschen treffen, cool. Eine gelungene Veranstaltung. Netzwerk der Experten. Eloquent. Dialog. Phänomenal. Inspirierende Kultur. Netzwerken. Bereichernd. Schwarmintelligenz. Spannende, vielfältige Aufgaben. Progressiv. Cooles Netzwerk. Extrem hilfreich. Austausch. Einzigartig.